Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Das ist großartig, nicht wahr? Ja? Ja! Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo! Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzt für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! In Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging. Und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine.
Ja, und damit willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Batman Return to Arkham City. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Gut, wir haben jetzt Hugo Strange besiegt, beziehungsweise er ist ja leider tot. Und Ra's al Ghul war hinter all dem Plan, also er steckte hinter dem ganzen Projekt. Aber er ist selber jetzt tot, er hat sich quasi selbst umgebracht und jetzt müssen wir Talia al Ghul retten. Das ist die große Prinzessin. Okay, und dies könnte auch wahrscheinlich die allerletzte Folge sein von Batman Return to Arkham City, von diesem Let's Play-Projekt. Oh Gott, und das wird jetzt nicht so einfach sein. Überall Scharfschützen. Oh, wow, vorsichtig. Okay, zwei sind schon mal erledigt. Da hinten ist einer. Den könnte ich mir auch leicht schnappen. Ah, nee, das könnte kritisch sein. Der müsste ein bisschen weiter vorwärts gehen. Wo steckst du, Batman? Ich habe deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Bewegt er sich noch oder bleibt er jetzt hier für immer hier stehen? Ah, jetzt bewegt er sich. Okay, ganz langsam. Und hab ich dich. Gut, dann ist der obere dran. Also es läuft schon mal recht gut. Ich habe immer Angst, dass ich einen kleinen dummen Fehler mache. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal. Ist hinten noch einer? Ja, tatsächlich. Als ob ich den hier übersehen habe. Wir sehen uns bald. Bis dann. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall bereit und wir leben jetzt das Finale von Batman Arkham City. Du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durch... dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Talia, nein! Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Das
Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas von dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen, Batman. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher, sei doch und gib mir mein Heil. Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Oh, ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Eine letzte Chance. Oh, Kopf hoch, Bats. Der letzte Akt beginnt. Und er wird echt irre. Also los, Sean. Also los. Also los. Also los, okay. Das war schon mal auf jeden Fall ein mega krasser Twist. Also ich hätte den echt nicht kommen sehen. Damals, wo ich den zum ersten Mal gespielt habe, war ich nur buff im Kopf. Naja, und es war die ganze Zeit auch Clayface. Ja gut, er war jetzt nicht die ganze Zeit, aber er war halt der heilende Joker. Und theoretisch hätte man diesen Modus aktiviert, konnte man ja erkennen, dass beim Joker kein Knochen waren. Ja, man sollte es mal definitiv beim zweiten Durchspielen das mal genau drauf achten. Ich meine, klar, ich wusste halt diesen Twist schon, aber ich habe ja auch halt trotzdem nichts verraten. Oh, 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 Alter. Du sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Darfst du denn überhaupt mit Messer? Was zum Teufel treibst du da jetzt? Was machst du da? Wen hast du jetzt gemeint? Meinst du Clayface oder ich? Ach du meine Fresse. Ja, da lacht er noch. Ach komm, ich wollte ihn ablenken. Wow, wow. Was heißt ablenken? Ich wollte ihn eigentlich in diese Falle reintappen, aber nee, der konnte gut ausweichen. Oh Gott, das war jetzt keine gute Idee. Wow, Alter. Okay, komm hier. Hier ist die Fledermaus. Steh nicht einfach so rum. Deswegen komme ich noch zu spät zur Massage.
Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Okay, jetzt sind wir in die Lazarusgrube. Mann, ey. Der Kreis schließt sich hier. Oder es gibt so viele Verbindungen. Mir aus dem Weg, Bats! Ich habe eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Wartest du noch? Komm schon! Ich habe deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit! Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Das ist allerdings ziemlich komisch.
Koordinieren Sie... Was zum... Verdammt, was ist da drin passiert? Batman! Was ist passiert? Tja, Leute, das war's. Das war Batman Return to Arkham City, quasi die Remastered-Version von Arkham City. Ja, also eigentlich habe ich jetzt auch nicht zu viel zu erzählen. Ich kann eigentlich nur das halt wiedergeben, was ich damals in Originalversion erzählt habe oder auch im originalen Let's Play-Projekt. Als Remastered-Version sieht das schon ziemlich schick aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und klar, ich meine, wir sind auch sehr schnell damit durchgekommen mit der Story, weil das Spiel ist ja nicht nur mit einer Story aufgebaut, sondern auch mit vielen Nebenmissionen. Aber da wir ja nur die Story gemacht haben, ging auch das Projekt sehr schnell um. Ich glaube, wir haben jetzt 13 Parts dafür gebraucht. Bei Asylum waren es, glaube ich, 14, also ein Part mehr. Ja, jetzt würde ich auch gerne mit diesem Let's Play-Projekt beenden, aber, jetzt kommt das große Aber, ihr selber könnt jetzt noch entscheiden, ob ihr gerne möchtet, dass ich noch das Harley Quinn Rache DLC Let's Playen soll, weil die Geschichte habe ich ja eigentlich auch schon in der Originalversion Let's Play. Das Ganze findet ihr natürlich in meinem Kanal. Und falls ihr aber darauf bockt habt, dass ich noch die kleine DLC-Geschichte von Harley Quinn Let's Playen soll in der Remastered-Version, dann bitte gerne in den Kommentaren schreiben. Und natürlich ist es auch für mich wichtig, möchtet ihr gerne auch, dass ich Catwoman's Episode 4 machen soll? Also, das ist quasi, das spielt nach den Ereignissen von der Hauptstory. Und da geht es nochmal, dass Two-Face zurückkehrt und das ist so ein kleiner Mini-Boss-Fight zwischen Catwoman und Two-Face. Aber ich fand, der war jetzt nicht so wichtig. Ist halt zwar nett, aber muss nicht sein. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, habt ihr die Möglichkeit in der Originalversion zu sehen. Denn das habe ich gemacht. Oder ihr habt Bock, dass ich das in der Remastered-Version machen soll, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Nun gut, Leute, ich will jetzt auch hier das Projekt beenden, was ich einfach nur sagen kann, Arkham City, geiles Spiel, für mich immer noch der beste Arkham-Teil der gesamten Reihe. Und ja, also Twist war wirklich hammermäßig geil und der Joker war wieder mal grandios. Was ich noch vielleicht kurz erwähnen kann, ist, dass ich fand, Hugo Strange war für mich doch irgendwie so ein bisschen, naja, er war einfach da. Er war irgendwie nur am Anfang und Ende wichtig, so mittendrin war er einfach nur da. Man hat ihn zwar gehört, aber gefühlt war ja nicht so wirklich eine Bedrohung. Da waren irgendwie Joker, Penguin, Ra's al Ghul und Co. viel mehr im Fokus als Strange. Keine Ahnung, also das sah ich jetzt zumindest. Okay. Nun gut, Leute, jetzt möchte ich aber wirklich die Folge beenden. Besser gesagt, das Projekt. Wie gesagt, schreibt ruhig in den Kommentaren, wenn ihr halt Bock habt, das noch zu sehen. Also die Harley Quinns Geschichte und natürlich von Catwoman. Das allein entscheidet ihr, nicht ich diesmal. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Leute da draußen, die das Ganze wunderbar positiv unterstützt haben und natürlich auch bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Und ich sage noch, bis zu den nächsten Let's Play-Projekten oder vielleicht auch bis zum nächsten Mal hier noch bei Batman Return to Arkham City. Wer weiß. Mach's gut. Tschüss.